einen wunderschönen guten Morgen, Juri Geld aus Ungarn. Ich wünsche euch was. Ja, Freitag ist schon und das Wochenende ruft schon, oder? Herrliches Wetter heute hier und vor allem die Sonne ist da, aber ist trotzdem nicht so heiß, also wirklich annehmbar draußen. Der Peter Schmidt heute Morgen war hier zuerst in den Kommentaren zu sehen, auf Facebook zum Beispiel. Und damit sage ich allen auch nochmal hier mit meiner Tasse. Und ihr wisst, da ist im Moment kein Kaffee drin. Immer noch Wasser. Ein paar Tage muss ich noch durchhalten. Aber wirkt. Also ist wirklich so eine Reinigung, so eine Körperreinigung mal gar nicht so schlecht. Also kommt mir zugute. So, auch Kärnten grüßt heute Morgen. Die Christine ist da, die Ilona ist heute Morgen hier. Und auch die Paula. Mal schon ein bisschen Kommunikation machen heute Morgen hier. Das ist ja auch so ein bisschen auch der Urgedanke der virtuellen Kaffeetasse, dass man auch so ein bisschen hier virtuell aufeinander eingehen kann. 50 Tage noch, dann kommen wir nach Morzali, sagt der Wolfgang. Ja, also auch Wolfgang, du bist hier herzlich willkommen. In 50 Tagen ist auch noch eine Zeit, ne? Muss man noch ein bisschen warten. Bis dahin versüßen wir die Zeit hier mit der virtuellen Kaffeetasse. Ich hoffe, euer Kaffee schmeckt heute Morgen besser als meiner. Ein bisschen durchsichtig heute Morgen wieder. Kann man bis auf den Boden gucken. Aber mal auch nicht schlecht, dann sehe ich mal unsere Tassen auch von innen so richtig. Ne? Also, so, Cornelia, Wolfgang, Petra, Michaela, auch angekommen hier. Der Raum füllt sich langsam. Ne? Wir sagen ja auch immer, so ist die größte Kaffeetafel der Welt, ja, morgens hier zusammen. Dresden ist auch dabei. Ich werde bekloppt. So, ich denke, fangen wir mal an, weil wir haben eine Menge zu tun heute. Ganz interessanter Interviewpartner heute über Westbremen. Wollen wir mal ein bisschen hören, warum überhaupt Kulturhauptstadt und wie und was passiert da überhaupt. Ne? Da nehmen wir uns heute mal so 3-4 Minuten Zeit für. Und natürlich wollen wir euch heute zeigen, was überhaupt so Ungarn überhaupt heute drüber redet. Und ihr werdet gemerkt haben, heute Morgen zum Beispiel bei Facebook gab es keine Morgennachrichten. Ja? Und nochmal kommen die ja immer um 8. Die gibt es auf unserer Webseite jetzt immer um 8. Oder für alle die unsere Abonnenten sind, jetzt auch direkt per Newsletter, direkt aufs Handy oder auf dem PC. Und wenn die Kaffeetasse ist, dann nehmen wir die Nachrichten einfach in die Sendung. Da ist ja nicht doppelt gemoppelt. Also hört ihr jetzt erstmal am Anfang der Sendung, worüber Ungarn heute so gesprochen wird. Und dann gehen wir gleich in Eingemachte. Eine Menge Veranstaltungstipps habe ich heute für euch. Also ist richtig was los am Wochenende und lohnt sich auch. Also dranbleiben und bis dahin schauen wir uns an, worüber Ungarn heute so spricht. Die Kurznachrichten jetzt bei uns hier in der virtuellen Kaffeetasse. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Stärkere Kooperation zwischen dem Ministerium für Technologie und Industrie sowie der Universität Debrecen. Eine Kooperationsvereinbarung wurde gestern offiziell unterschrieben. Gerade im Bereich Gesundheitswirtschaft, Medizin, Fahrzeuge und Mobilität sowie Lebensmittelindustrie und Sport will man enger zusammenarbeiten in Zukunft. Der Osten Ungarns leidet extrem unter der Trockenheit. Während im Westen gestern starke Niederschläge fielen, kämpft man in den östlichen und südlichen Regionen mit extremer Dürre. Auch der Theiss-Fluss führt nur noch minimal Wasser. Die Landwirte versuchen mit künstlicher Bewässerung ihre Ernte zu sichern. Bei der gestrigen Regierungspressekonferenz sprach Kanzleramtsminister Gulyás unter anderem die starke Schwächung des Forints an. Dies sei ein Resultat des Krieges. Trotz alledem sei die ungarische Wirtschaft weiterhin stark. Außerdem bestätigte er den Aufbau einer neuen Einheit von 2200 Grenzschützern. Die Bewerbungen für die neuen Stellen laufen bereits. Zudem bestätigte Gulyás, dass die Regierung 4 Vorschläge der Europäischen Kommission akzeptieren werde in Bezug auf die Energieembargo-Situation gegen Russland. Eine technische Einigung sei bis Herbst möglich. Nice LMS Hungary investiert 5,2 Milliarden Forint in ein neues Batteriewerk in Vác. Das Zulieferunternehmen für die Autoindustrie schafft damit 60 neue Arbeitsplätze. Außenminister Szijjártó informierte bei einer Pressekonferenz, dass die Regierung das Projekt mit 467 Millionen Forint bezuschusst. Für die Feierlichkeiten am 20. August in Ungarn gab es gestern das erste große operative Treffen aller Beteiligten. Die sichere Durchführung aller Programme stand dabei oben auf der Liste. Auch hält man fest an dem Megafeuerwerk, welches das größte Europas werden soll. In Szeged wird ab heute ordentlich getanzt. Das große Volkstanzfestival beginnt heute.
Imposant wird es, wenn die zahlreichen Tanzgruppen gemeinsam heute Nachmittag durch die Stadt vom Szechenyi-Platz über die Karasstraße zum Dugonitsch-Platz ziehen. Jede Menge Programm steht an den Tanztagen an. Die Mission: traditionelle ungarische Werte in besonderen Desserts verkörpert. So war die Aufgabe beim Dessertwettbewerb in dieser Woche. Ein Dessert zu Ehren Szechenyi war somit ein besonderes interessantes Projekt für die Süßwarenexperten. Die Ergebnisse können sich jetzt schon sehen lassen und werden die Liste der schon vorhandenen Desserts wie die Esterhazy-Torte um weitere Köstlichkeiten erweitern in Kürze. In Vécés arbeitet derzeit ein weiteres Schienenmonster der MAF. Die 160-Tonnen-Maschine wird von 4 Personen betrieben und reinigt das Gleisbett. Pro Tag schafft die Maschine rund 6 bis 8 Kilometer Gleislänge. Polizei und Zollhund Donner hat einen 1,5 Millionen Forintfang gemacht. In Tisza Beach fand der Hund rund 1100 Zigarettenschachteln in einem umgebauten Auto. Die Tabakprodukte wurden wegen Schmuggels beschlagnahmt. Die Hunde des Zolls haben in den letzten Wochen eine extrem gute Nase. Immer wieder muss die Feuerwehr ausrücken zu Wald- und Flächenbränden, wie gestern auch an zahlreichen Einsatzstellen in Zolla. Teilweise haben die Feuer auch Gebäude erreicht. Hier musste die Feuerwehr teils vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Häuser treffen. Ende Juli wird das neue Wasserkinderparadies im Juli Varfürdö übergeben. Das neue Kinderbecken mit einer Wasserfläche von 800 Quadratmetern sucht dann seinesgleichen. Es wird einen richtigen Wasserspielplatz geben mit insgesamt 15 Fun-Elementen, wenn die Kinder jede Menge Spaß haben. Die angebotenen Wizz Air Linienflüge von Dortmund nach Hewis-Balaton werden weiterhin gut angenommen und die Maschinen sind sehr gut ausgelastet bisher. So auch gestern, als die Maschine eine Punktlandung hinlegte und genau auf die Sekunde ungarischen Boden berührte, zur erwarteten Ankunftszeit. Pünktlichkeit der Flüge allgemein in Europa ist derzeit eine Seltenheit und daher erfreute es das Team des Balaton-Flughafens besonders, extrem just in time zu sein. Das Wetter. Heute wechseln sich Wolken und Sonne im ganzen Land ab. Im Osten gehen die Temperaturen auf 29 Grad, Szeged bei 27 Grad, Pécs liegt bei 22 Grad. Auch in Győr-Moson-Sopron pendelt es sich bei 23 Grad ein. Budapest zieht auf 26 Grad und am Balaton schaffen wir bis zu 27 Grad. Nachts überall auf 15 bis 16 Grad. Vielerorts sind Gewitter und dabei aufkommender starker Wind möglich. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. So, da sind wir wieder. Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen auf Stand der Dinge und wir haben es schon gehört, der Kurs, großes Thema in den ungarischen Medien im Moment. Natürlich der Kursverfall bzw. der Wechselkursaufschwung. Gestern habe ich tatsächlich in Hewis 404 Forint für den Euro bekommen. Ne? Da muss man mindestens 300 Euro wechseln, dann bekommt man 404 Forint gestern. Heute liegt der Wechselkurs, der Mittelkurs, wieder bei 403,4. Das war heute Morgen um 7.33 Uhr. Also 403 heute Morgen der Mittelkurs. Also ein bisschen runtergegangen. Wer gestern gewechselt hat, Heidewitzka. Ja, da gab es also richtig Forint für. Wie gesagt, 404 Forint in Hewis, an der Wechselbude da, so gegenüber des Marktplatzes. Ja, wisst ihr, wo ich meine. So, ja, gestern Abend hat sich dann auch noch nach der Pressekonferenz, hat sich dann auch Viktor Orban nochmal gemeldet. Diesmal nicht per Video, sondern als Podcast. Also hat er was vorgelesen. Und heute Morgen auch kein großes Radiointerview. Er hat gestern ganz klar nochmal, das Thema haben wir ja gerade schon ein bisschen gehört, Krieg ist letztendlich der ausschlaggebende Punkt auch für die Währungs- und Kursdiskussion im Moment, beziehungsweise Situation. Und
Trotzdem hat er ein bisschen Mut gemacht, gesagt, Leute, passt auf, wir haben entsprechende Reserven hier an Gas und Energie, weil eine Aussage war ja auch, wir diskutieren jetzt nicht mehr um den Preis, sondern wir diskutieren im Moment überhaupt, dass es noch was gibt im Winter. Und da hat Viktor Orban dann so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen und gesagt, wir haben genug, die Speicher sind bis 40% gefüllt und auch weitere Verträge wurden gemacht. Also Ungarn sollte sich keine Sorgen machen. So war sein Tenor in dieser Aussage gestern in seinem Podcast. Und hat das im Prinzip nochmal wiedergegeben, was auch der Kanzleramtsminister vormittags dann oder mittags schon in seiner Regierungspressekonferenz dargestellt hat. Haben wir auch gehört, 2200 Einsatzkräfte, neue Einsatzkräfte werden neu eingestellt zu den anderen Polizisten und Soldaten, die an der Grenze sind, werden ein Grenzschutz eingerichtet, wurde auch nochmal gestern bestätigt in der Pressekonferenz. Was ich sagen muss, ist, wir sehen es ja auch hier in den News immer wieder, der Außenminister, der hält ja seinen Kopf im Moment überall wieder hin in die Kameras, der war auch wieder bei CNN, ja, da ist er ja mal gerne und ist ein gern gesehener Gast da. Er kann sich aber auch darstellen, das muss man ganz klar sagen, es ist für mich ein Außenminister, der wirklich Format hat und der vor allen Dingen auch reden kann und vor allen Dingen auch reagieren kann. Und da muss ich ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere gesehen hat, das Interview auf CNN mit dem Außenminister Ungarns über verschiedene Themen. Schaut euch das mal an auf der Facebook-Seite von dem Außenminister, von Péter Szijjártó, ist lohnenswert. Und da muss man so nur sagen, Chapeau Ungarn. Da haben die doch tatsächlich, oder da hat der Außenminister tatsächlich doch die richtigen Worte gefunden. Und ich finde es ein brillantes Interview aus Marketing- und PR-Sicht. Also da muss man ganz klar sagen, der Mann ist redefertig, ja, der kann sich entsprechend in den, er hat ja auch schon mit anderen großen Moderatoren da seine Linie gehalten. Ja, so, unter anderem hat Orban dann auch noch gesagt, er hat so ein bisschen eingelenkt, er hat so ein bisschen im Moment so einen Kuschelkurs mit Brüssel ja auch, ja, weil ja auch 4 Vorschläge wurden jetzt akzeptiert in Sachen Energiekrise, in Sachen Energieembargo gegen Russland. Und Orbans Aussage waren so ein paar Wörter, wo ich gesagt habe, hupsala, das habe ich lange nicht aus seinem Mund gehört, Respekt für Brüssel müssen wir haben, ja. Auch das hat er in seinem Podcast erwähnt. Also, vielleicht ist da jetzt im Moment so ein bisschen Kuschelkurs angesagt. So, das dazu zu den offiziellen Dingen, die auch in den News heute Morgen so ein bisschen hier in den ungarischen Medien diskutiert werden und worüber man spricht. Und ich sehe gerade, wir haben noch einen Geburtstag hier. Die Beatrix Balog-Kovac, die hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und die Brigitte Kuhn, auch von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Wird mir gerade aufgeblendet hier. Kann man ja mal sagen, ne? So, dann würde ich sagen, wir sprechen mal über andere Dinge noch so, über die Ungarn jetzt auch spricht. Da waren doch tatsächlich unglaubliche Szenen am Balaton zu sehen vorgestern. Oder gestern, Wildschweine im Balaton. Ja? Also denen war anscheinend auch zu heiß und haben die Jungs und Mädels gedacht, da gehen wir mal eine Runde schwimmen. Und das hat auch der ein oder andere dann gesehen in Balaton Maria Fürdő. Ja, da sind die tatsächlich durchs Wasser galoppiert. Schaut euch das mal an hier. Ja, da sind die Wildschweine in Balaton Maria Fürdő. Und fotografiert hat das der Hetten David. Und der hat die da gesehen, tatsächlich. Und ihr seht, auch andere Urlauber haben dann staunend auf das Wasser geblickt, wo die Wildschweine hier dann gerade durchs Wasser galoppieren. So, das ist nicht das erste Mal vorgekommen. Ich habe mal recherchiert, Wildschweine oder überhaupt die Wildtiere, die sind ab und zu mal sichtbar. Ich muss jetzt gerade mal eben schauen. Genau, ich habe hier ein Video mal ganz kurz gefunden, heute Morgen auch. 2012 zum Beispiel ist sogar mal die Wasserrettung raus am Balaton, um, schauen wir uns mal eben an hier, um ein Wildschwein zu retten. Hier seht ihr da hinten den schwarzen Punkt. Ja, das ist ein Wildschwein. Und jetzt kommt da die Wasserrettung gerade, ja, habe ich heute Morgen gesehen. Und die versuchen das Wildschwein hier rauszuholen aus dem Wasser, weil sonst würde das ertrinken. Also da haben sie sogar einen Rettungsreifen drum um das Wildschwein hier. Also da seht ihr das. Ja, Wildschwein im Balaton, keine Seltenheit, ist also schon doch mal vorgekommen, dass sogar auch die Wildschweine dann weiter rausschwimmen sogar. Unglaublich, oder? Ja. So geht's. So kann's gehen. Also ihr seht, keine Seltenheit, Wildschweine im Balaton, am Balaton. Die waren jetzt gestern nur so ein bisschen am Rand da. Da sehen wir ja nochmal die, schauen wir uns nochmal eben an hier. Die sind da hier ja noch, die können ja noch stehen im Wasser, ne? Ja, wahrscheinlich wirklich nur eine kleine Abkühlung. Aber wie gesagt, die Polizei hat auch schon Drohnenaufnahmen gemacht, um den Wildhütern so ein bisschen zu helfen, um zu schauen, ja, wo welche Wildtiere dann in Richtung Balaton ziehen. Also auch da gibt es einige Bewegungen von Wildtieren am Balaton. Ist ja auch schön, ne?
So, dann habe ich noch eine Information aus Budapest für euch. Und zwar ist dort der Türkische Garten jetzt präsent. Hier sehen wir das, der Türkische Garten. Wunderschön oben im Burgviertel jetzt eingerichtet. Und ja, mit wunderschönem Springbrunnen hier und sehr mediterran eingerichtet. Ja, da könnt ihr also jetzt auch ein bisschen, seht ihr, schöne Bänke, Sitzgelegenheiten, tolle Aussicht natürlich von da oben. Und auch dieser wunderschöne Springbrunnen ist jetzt fertig. Hat man ein bisschen mediterran gehalten hier, um auch da, also hat man zum Beispiel Feigenblätter, Rosenbusch, Wildtrauben, Quitte und der Springbrunnen soll so ein bisschen mediterranes Flair auch geben. Ja, im Türkischen Garten Uderburg, Palastviertel, erneuert, ja, ganz neu. Und das Ganze hat man übrigens auch im Rahmen des Hausmann-Programmes renoviert bzw. erneuert. Schön, oder? Also, ich denke, darauf können wir einen Schluck Kaffee trinken. Ich Wasser, ihr Kaffee. So, ja, dann würde ich sagen, bleiben wir ein bisschen bei dem Schwimmen, wo wir gerade schon über die Wildschweine gesprochen haben. Denn in Saint-Tendre, da könnt ihr dann am 16. Juli, so ein kleiner Blick schon voraus, aber schon mal vormerken im Kalender, da werden nämlich, da wird unheimlich schöne romantische Nacht stattfinden, unheimlich schöner romantischer Abend, denn dort werden tatsächlich am 16. Juli ab 21.30 Uhr Tausende von Kerzen ins Wasser gelassen auf die Donau und ja, das ist so ein Lichterabend dann, ja, also schön romantisch, wenn der ein oder andere vielleicht vorhat mit seiner Freundin, Frau oder Frau mit dem Mann und Freund, wie auch immer, da mal so richtig romantisch rauszugehen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Saint-Tendre lässt die Kerzen schwimmen, ist da übrigens eine Tradition. Und ich habe ein altes Bild hier, aber da sieht man leider nicht ganz so viele Kerzen. Also so könnte das dann aussehen am Beginn, wo man die Kerzen ins Wasser lässt. Ja, da werden nachher noch viel, viel, viel mehr sein. Gibt es leider gar nicht so viel Material drüber. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dann an dem Tag ein bisschen was da zu drehen, damit man mal sieht, wie schön das aussieht. Ja, wichtig für alle, die sagen, jetzt schwimmen da die ganzen Kerzen rum, die werden nachher auch tatsächlich wieder eingesammelt von Booten und da kommt also nichts um oder wird da irgendwie treiben gelassen. Ne? Also die Kerzen kommen nachher wieder zurück, hat man extra betont. So, dann schauen wir mal ganz kurz nach St. Gotthard. Dort ist nämlich die Motorenfabrik und die feiert 30 Jahre und da ist zum Beispiel der erste Opel Astra vom Band gelaufen und der ist dort gebaut worden und ja, 30 Jahre Motorenwerk in St. Gotthard. Schön, Motorenfabrik. Haben wir auch mal so gesehen, dass das heute ist. Und dann kommen jetzt noch ganz wunderschön, ein ganz wunderschönes Bild, finde ich. Und da sagen wir herzlichen Glückwunsch der Dame. Die hat nämlich gerade ein Junges zur Welt gebracht im Zoo von Veszprém. Da gibt es nämlich ein kleines, süßes Dromedar-Baby. Schaut euch das mal an. Ja, da ist es, das Kleine. Und das könnt ihr jetzt im Zoo von Veszprém sehen. Mama sieht doch ganz gut aus, ganz glücklich. Und der Kleine auch. Ich weiß gar nicht, ob jung oder Mädchen. Das haben wir nicht mitgeteilt bekommen. Ja, aber auf jeden Fall gesund sieht es aus und herzlichen Glückwunsch an die Dromedar-Dame, an die Mama. Ja, also Dromedar-Nachwuchs im Veszprémer Zoo. Wunderschöner Zoo. Ja, Thema Veszprém haben wir ja sowieso heute. Passt also wie die Faust aufs Auge. Ein bisschen Veszprém heute hier in der Sendung nochmal. Ja, und dann alle, ich weiß nicht, wer fährt von euch? Fährt ein Audi? Ja, der Audi, alle Audi-Fans. Jetzt mal Ohren auf, denn es gibt tatsächlich ein großes Audi-Treffen in Ketchikennet. 500 Audis treffen sich da und zwar ab heute Nachmittag 14 Uhr, zwei Tage lang dort zum Audi-Treffen, unter anderem mit DJs, Programmen und das Ganze, wie gesagt, zwei Tage lang in Ketchikennet. Ja, da geht es zum Audi-Fest. So, und dann habe ich noch eine Nummer für euch. Also ihr seht, wir haben heute jede Menge was für euch hier ins Wochenende rein. Und zwar Tisa Führet. Tisa Führet, ganz, ganz wichtig. Da wird nämlich das große Fischfestival stattfinden vom 7. jetzt bereits schon bis zum 10. Juli. Das läuft schon. Tisa Führet ist also da im Moment so Hauptstadt des Fisches, kann man sagen. Richtig was los. Ich glaube, da gibt es hier noch ein extrem, ja genau, hier nochmal richtig Programm. Da seht ihr, welche Bands hier alle auf der Bühne stehen. Natürlich jede Menge Fisch, Fischsuppen und so weiter. Das Ganze in Tisa Führet am Hallerster, da geht es richtig rund. Das ist eines der wirklich dann auch begehrtesten Fischfestivals, die wir haben. Also vom 7. jetzt schon laufend seit gestern bis zum 10. Juli noch. Wer Lust auf Fisch hat,
da ist er auf jeden Fall richtig. Ich weiß nicht, haben wir da noch eine Info für, genau, da haben wir noch eine Info für alle die, die sich noch intensiver für das Programm entscheiden möchten. Da gibt es hier jetzt eingeblendet eine Facebook-Adresse. Die haben da eine Facebook-Seite und da stehen alle Programmpunkte drin. Da stehen alle Informationen, wann, was, um wie viel Uhr. Das wäre jetzt zu viel, das würde die Sendung sprengen, wenn wir das alle hier dabei haben. So, ja, das also wie gesagt die Internetadresse zu dem wunderschönen Fischfestival in Tisafjord. Übrigens in Beuer ist auch Fischfestival, da ist Fischkochwettbewerb. Da kocht man also dann wieder leckere Fischsuppe. Das fängt dann heute an und bis morgen, 8. bis 9. Juli, auch Fischkochwettbewerb in Beuer. Also wer da in der Nähe ist, der kann da auch Fisch bekommen. So, dann noch ein letzter Tipp für euch hier, da schauen wir gerade, habe ich hier nicht noch, doch, ein Bild habe ich doch auch hier. Ja, genau, so für alle Blaulichtfreunde geht es richtig rund hier. Und zwar am Flughafen in Budapest, dort am Flugzeugmuseum, da sind die Blaulichttage morgen und oder der Blaulichttag morgen von 9 bis 20 Uhr. Und ja, ganz spannend, ihr seht hier jede Menge Einsatzfahrzeuge sind hier zu sehen, Rettungsfahrzeuge, der Rettungshubschrauber wird landen zu Vorführungen. Also da geht es auch richtig rund, mal was ganz anderes. Neben den wunderschönen Flugzeugausstellungen, Eintritt hier, ihr wisst, im Flugzeugmuseum 2.300 Forint für Erwachsene und 1.200 Forint für Schüler und Rentner. Also kann man auch mal vorbeigucken morgen, ne, für alle Blaulichtfreunde. Die sind dann dort herzlich willkommen zu diesem Blaulichttag. Ja, hier fragt man gerade auf Facebook, wo ist eigentlich Nico? Genau, wo ist der eigentlich? Der gute Junge, der gute Mann, der liegt wahrscheinlich gerade irgendwo am Strand von Siófok. Der ist nämlich in Urlaub. Ja, der hat auch wir geben Urlaub hier. Tatsächlich ist es so in Ungarn, ja, also dass die Unternehmen auch den Mitarbeitern ab und zu mal Urlaub gönnen. Und ja, der ist tatsächlich in Urlaub, Siófok. Ich glaube, dem geht es ganz gut. Ich habe zwischendurch mal ein Bild gesehen. Ja, da waren die gut am Abfeiern da, ein bisschen am Abhängen, ein bisschen chillen, so wie das im Urlaub sein muss. So wie man das so in Siófok macht. Ne? Da gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten, dann abends auch mal so richtig Gas zu geben. Ne? Ja. Wir bleiben beim Kaffee hier und ja, jetzt habe ich euch ja vorhin noch mal ganz kurz auch erzählt, dass wir auch heute noch mal über Westbrem sprechen wollen und dazu hole ich uns jetzt mal eben ganz schnell noch einen Videobeitrag beziehungsweise ein Interview jetzt hier rein. Das haben wir vorher geführt in Westbrem und zwar haben wir das geführt mit dem Creative Director, der dafür zuständig ist, ja, sage ich jetzt mal, die gesamte europäische Kulturhauptstadt Westbrem ins richtige Licht zu rücken, programmtechnisch. Ja, also er muss es also wissen, was da so alles passiert und warum und wieso. Und deshalb würde ich sagen, wir hören uns das mal eben an. Ich glaube, 3-4 Minuten erzählt er uns ein bisschen was über das Programm, was wir da zu erwarten haben, übrigens ja ab Januar 2023 und für alle, die sich dafür interessieren, es ist ja nicht nur Westbrem die Stadt, sondern noch viel mehr. Das erzählt er uns jetzt mal eben im Interview. Ich würde sagen, nehmen wir uns mal ganz kurz Zeit und hören mal rein, lauschen mal rein, ganz interessante Informationen auch und dann, der Mann spricht auch Deutsch, also lassen wir mal eben reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen nach Westbrem. Die Kulturhauptstadt Europas, das sind sehr oft nur Städte, aber es gibt natürlich auch Verbindungen, oder wo sich Städte und Regionen gemeinsam bewerben. Ich verweise jetzt auf Ruhr, auf Essen-Ruhr damals. Also Westbrem ist eine sehr wichtige Stadt, 60.000 Einwohner hier für die Balatonregion. Und für die Bakony-Region. Bakony, das ist ein Gebirgszug hier mit vielen Wäldern im Norden der Stadt und Balaton ist im Süden der Stadt gelegen. Das ist die Nordseite des Balatons. Der Balaton ist über 70 Kilometer lang. Und eigentlich ist das, was ich jetzt angesprochen habe, unsere Kulturhauptstadt mit über 100 Siedlungen oder 150 Siedlungen, die teilnehmen hier, 400.000 Bewohner, die also Westbrem und die Balatonregion mit inbegreifen und einem Potenzial von Touristen von über 1,5 Millionen jährlich. Kulturhauptstadt Westbrem und Region. Vielleicht können Sie uns mal so ein paar Informationen geben, was der Stadt und der Region jetzt so bevorsteht. Ja, also Westbrem Balaton 2023, Europas, also kulturelle Hauptstadt von Europa.
Es ist eine sehr komplexe Geschichte. Viele, viele Projekte und Programme, die unsere Eröffnung findet am 21. Januar 2023 statt und dann geht es bis zum Jahresende. Es umfasst die ganze Region von Balaton und Westbremen. Unsere Programme, wir haben mindestens 100 bis 150 eigene Programme initiiert, die es dann in der Region nacheinander, die dann vorgestellt werden. Aber natürlich gibt es ein ganzes System von Bewerbungsmöglichkeiten. Ich glaube, die Bewerbungen sind jetzt schon abgeschlossen und es werden dann noch mehrere hunderte von Programmen hinzukommen. Was ist die Programmbreite? Die ist natürlich, es gibt viele touristische Programme, Konzerte, Festivals, Gastronomieprogramme. Es gibt natürlich auch Programme, die nachhaltig in der Region bleiben werden. Programme, die sich mit der Ökologie unserer Region, mit dem Plattensee sich beschäftigen. Wir werden auch infrastrukturelle Einrichtungen neue eröffnen, neue Kinos, immersive digitale Projektionen, solche Veranstaltungen, neue Literaturfestivals und viele, viele Begegnungen sozusagen in dieser Region, um unsere ganze Region als eine neue, touristisch interessante, kreative und kulturelle Region zu positionieren, mit dem Mittelpunkt, mit unserer Stadt Westbremen im Mittelpunkt. Ja, das war ein Interview, was wir aufgezeichnet haben in Westbremen von dem Creative Director, also von dem Direktor für das Kreative und für das Programm in Westbremen beim Europäischen Kultur Hauptstadtfestival, kann man schon fast sagen. Ja, interessant, weil ich dachte, es wirklich so ist auf Westbremen im Prinzip ja begrenzt. Aber Westbremen als Komitatstadt hat ja wirklich dann noch viel mehr. Und wir hören es ja über 100 Siedlungen und Bereiche, die dann noch mit einbezogen sind und jede Menge Programme. Und ich glaube, wir werden wirklich einiges zu sehen bekommen, ob es in Balaton, Fürth, ob es in Westbremen, ob es in den Bakoni-Regionen sind. Also das ist diesmal wirklich ja auch dann wirklich breit gestreut. Und da freue ich mich schon drauf, ganz ehrlich, denn auch die Projekte, die dann ein bisschen nachhaltig gedacht sind, das heißt, die dann auch nachher in der Region bleiben, finde ich natürlich als sinnvoll und das kommt der Region da natürlich auf jeden Fall zugute, ja, in diesem Bereich. So, ja, ihr seht übrigens auch im Hintergrund haben wir auch jetzt heute nochmal Westbremen und da seht ihr auch gerade oben, da wird auch gerade gebaut an der Burg, ja, da laufen auch schon die Vorbereitungen für dieses große Event. Das ganze Jahr über. Und wer also im Moment in die Burg will, der muss man sagen, geht jetzt gerade nicht, weil da wird im Moment noch gebaut, wird aber auch in den nächsten Wochen dann auch wahrscheinlich dann fertiggestellt. Ja, übrigens, der Westbremenfest ist auch ja jetzt gerade noch so, 11. bis 17. Juli. Da kann man also auch jede Menge Kultur, auch jede Menge Musik und so weiter erleben. Also da ist schon was los im Moment. Und ja, Bühnenprogramme noch und nöcher, also da geht auch was. Und ich habe gedacht, jetzt haben wir noch ein Momentchen Zeit. Und wenn wir schon mal noch in Westbremen sind, dann würde ich sagen, wir gehen auch noch kurz essen, oder? Also habt ihr noch Lust auf ein bisschen was Kulinarisches? Dann würde ich heute nochmal, weil wir gerade in Westbremen sind, nochmal so eine ganz spezielle Westbremen-Nummer hier vorstellen. Ganz super gut auch alle die Leute, die zum Beispiel die Bierkultur, Biertradition lieben. Da gibt es ein wunderschönes Bierhaus und Restaurant und das möchte ich euch heute mal ganz kurz mit vorstellen. Ein paar Minuten haben wir noch, deshalb lasst uns da mal eben schauen. Und zwar habe ich, genau, ich blende euch mal eben ein hier, damit ihr alles seht, das Malomkert Schörhaas in Westbremen. Hier unten seht ihr auch eine Internetadresse eingeblendet, da seht ihr, das ist das Hotel. Die haben auch ein Hotel dabei, aber das Restaurant wunderbar. So, schauen wir uns mal eben an. Ja, das können wir hier schon sehen auf dem Bild. Ah, das ist was, oder? Auch mit einer herrlichen Aussicht hier in diesem Restaurant, in diesem Bierhaus. Und ja, ihr seht auch da oben, guckt man direkt auf die traditionellen Gebäude. Wunderschöner Biergarten hier auch. Und was da auf die Teller gezaubert wird, Leute, ich sag euch, unglaublich. Also, ihr seht hier, ja, da ist auch was auf dem Teller. Sehr gute Qualität, sehr innovativ, auch sehr bunt auf dem Teller, aber auch so diese normalen Geschichten wie die traditionellen ungarischen, wie hier so eine leckere Bohnensuppe, ja, mit was drin, ja, eine Bohnengulasch, Entschuldigung, Bohnengulasch, Babgulasch zum Beispiel.
Ja, das gibt es auf jeden Fall da. Und schön ist auch, wie gesagt, diese Biertradition, die man da hat. Also kann man aber ganz urzünftig auch einkehren. Gute Biere, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sorten auch. Und wie gesagt, dann auch entweder das Zünftige dazu, ja, so ein bisschen kulinarisch deftig, sage ich jetzt mal, die richtig gute ungarische Küche, oder auch so ein bisschen was anderes mal, mit ein bisschen Pfiff, mit ein bisschen Idee, ja, ein bisschen Kreativität aus der Küche kann man hier sehr gut erleben. Und vielleicht gehen wir mal eben noch in die, ich lasse euch mal eben hier in die Webseite reinschauen, die kann ich vielleicht mal eben hier auf meinem Bildschirm teilen. Ja, da ist sie doch, genau, schaut mal da. Das ist die Webseite hier von dem Hotel, aber wie gesagt, in dem Hotel ist das Malomkert Schörhaas. Und hier sehen wir zum Beispiel auch hervorragende Menüs, die es da immer gibt, ja, und zu einem guten Preis, ja. Also, ihr seht hier, erste Menü 1950 Forint, 2150 Forint, also richtig gute Sachen hier. Und die Menüwahl, ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Also, da bin ich von überzeugt und ich habe das, wie gesagt, schon ausprobiert, dass man da für jeden Geldbeutel auch etwas findet. Und deshalb mein Tipp heute, nochmal was aus Westbremen, ja, ich weiß, diese Woche war mal ein bisschen Westbremen-lastig, ein bisschen Balaton-lastig, aber das ist ja auch im Moment so das Epizentrum, kann man so sagen, ja, der Urlaubsregion, und kann ich nur ja auch jedem empfehlen, wenn ihr da zum Beispiel irgendwo unterwegs seid, haltet mal kurz ein bei so einem Tourinform-Büro, also touristische Informationen, denn da gibt es zum Beispiel diese Broschüren hier, ja, auch so richtig schön handlich, und da sind tolle Tipps drin, die sind vom Tourismusamt aufgesetzt, ja, die sind jetzt schön brandneu. Ja, ihr seht auch hier so die Region, da gibt es tolle kulinarische Tipps, da gibt es tolle Weintipps, ja, Weinverkostungen auch rund um den See. Und die kann man da kostenlos mitnehmen, diese Broschüren. Also lohnt sich mal da reinzuschauen, Tourinform-Büros, ob es in Westbremen, ob es am Balaton, in Balaton-Fyret oder wo auch immer, Hewis, ja, die haben alle diese wunderschönen neuen Broschüren. Also kann man sich eindecken mit. Ist auch in Deutsch, ja. Und deshalb lohnt sich das, so ein Ding da mitzunehmen. So, ich würde sagen, wir haben noch, ein Minütchen haben wir noch, bevor wir in Wochenend gehen. Ja, ein bisschen Smalltalk. Und ich schaue mir mal ganz kurz an. Westbremen ist definitiv eine Reise wert, sagt die Emücke. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich bin ja auch so, jetzt sage ich jetzt mal, nicht so der Westbremen-Experte gewesen, habe mir das jetzt, wie gesagt, vor 2 Wochen war ich dort und habe die Stadt kennen und lieben gelernt. Ja, vor allen Dingen die kulinarischen Dinge da. Oh, unglaublich. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal den Zoo besuchen, denn das soll wirklich einer der Zoos sein, die wirklich sehr gut geführt und mit viel Sinn und Verstand und auch mit tollen Projekten gefüllt sind. Also. Ja, die Roswitha schreibt noch 14 Tage, dann sind wir auch wieder in Balaton Maria Fürdö. Das ist super gut, aber aufpasst auf die Wildschweine, ne? Die sind ja da gesichtet worden zum Beispiel. Balaton Maria Fürdö heute Morgen oder gestern mit Wildschweinbesuch. Ja? Aber die wollen ja auch mal ein bisschen abkühlen, ne? Übrigens, ich war auch gestern in Hewis und da muss ich auch mal sagen, man muss auch mal sagen, gut gemacht. Also die wissen ja zum Beispiel gestern mit einer Punktlandung, ja, Punkt 11 Uhr sind die aufgesetzt am Balaton Hewis Airport. Und man muss ja nicht immer nur schimpfen. Man kann ja auch mal sagen, hey, das war gut. Ja. Und ich glaube, heute im Rahmen dieser ganzen Probleme, die wir im Luftraum haben, muss man sagen, Wizz Air gut. Ich habe heute Morgen gesehen, auch sind sie auch just in time in vielen Flughäfen. Also die machen ihren Job gut im Moment. Das ist natürlich auf den Einzelfall, kann das schon mal sein. Und da sagt einer, aber unmöglich. Ja, und ich bin da sitzen gelassen worden und so weiter. Das sind Einzelfälle. Für den Einzelfall natürlich extrem blöd und doof. Aber in der Masse gesehen hat die Wizz Air im Moment einen ganz guten Job gemacht, denn die stehen da an letzter Stelle von Flugstreichungen. Und die Lufthansa und die Eurowings zum Beispiel ganz, ganz oben, auch die British Airways und die Air France, die KLM und komischerweise Ryanair und Wizz Air, die sind da so im Moment so die Sieger in dieser Klasse. Das heißt also, die machen im Moment eigentlich den Job ganz gut. Verspätungen haben sie alle irgendwo, aber zumindest diese blöden Annullierungen, Flugstreichungen, da sind die beiden Airlines im Moment noch zumindest nicht so dominant wie die anderen. Also, deshalb habe ich mal gesagt, gestern fand ich das toll. Ja, kann man auch mal erwähnen, dass das mal gut ist. So, das Hotel. Ja, wir fragen noch mal einer,
das Hotel hier. Ich blende es nochmal ein hier, wo auch das Restaurant ist. Das ist das Malomkert Schörhaas in Westbremen. Und die haben auch ein Hotel. Ja, die haben auch Hotelzimmer. Aber wir haben jetzt heute nur das Restaurant vorgestellt. Und ja, hotelmalomkert.hu ist die Internetadresse. Wo kann man die Flüge buchen? Habe nur mit Hotelreservierung gefunden. Die Flüge, liebe Petra, zum Beispiel, fragt man gerade hier, die, über die wir reden, sind Linienflüge und die werden von der Wizz Air angeboten. Die Wizz Air kann man erreichen unter www.wizzair.com. Dort sind die Flüge zu buchen und die sind tatsächlich auch noch recht preisgünstig. Also, da kann man dann auch ohne Übernachtung buchen. Das andere sind ja Charterflüge, die sind gemeinsam mit einem Hotelaufenthalt dann zu buchen. Aber diese Flüge sind reine Linienflüge und die kann man dann einzeln buchen. Also, in diesem Sinne, ich glaube, jetzt haben wir da auch die Auskunft gegeben. Oh, jetzt kommt sie aber. Und wir sind ab dem 23.07. auch wieder in Balatonakali. Jawohl, die Jule, herzlich willkommen dann auch hier. So, und die Sabine Tobolka, die hilft mir jetzt gerade hier, die schreibt schon hier in den sozialen Medien die Internetadresse von dem gerade vorgestellten Restaurant bzw. Hotel. Vielen Dank, Sabine, dafür. So, ihr seht, heute sind wir sehr aktiv hier in der Form, dass wir auch ein bisschen interaktiv sind. Ne? Ich habe gehört, das ist so, soll man auch wieder mehr machen. Ne? Also Zuschauer einfach mehr einbeziehen. Auch beim Wasser trinken. So. So, hier schreibt zum Beispiel auch die Dagmar, dass sie dieses Jahr von Tomaten erschlagen wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch versucht. Ja? Ich habe es auch versucht mit Tomaten, nicht mal nur mit der Gurke, sondern dieses Jahr auch mit der Tomate. Und ist kläglich gescheitert bei mir. Ja? Ich habe die erst hier so drinnen angezüchtet. Ja? Und dann sind die drinnen aber so groß geworden, weil ich zwischendurch mal weg war. Ja? Und dann komme ich wieder, sind die Tomaten so groß geworden. Aber natürlich keine Tomate dran. Dann habe ich die rausgestellt und zapp, zarapp, da sind sie mir eingegangen. Ja, also in diesem Jahr keine Tomaten bei mir irgendwie selbst gezüchtet. Ein tomatenarmes Jahr bei mir. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe auch nicht so einen grünen Daumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier schreibt man auch gerade zum Beispiel, dass man von Pfirsichen, Brombeeren und Feigen erschlagen wird. Ja, schön. Bei mir irgendwie nicht. Aber Erdbeeren habe ich schon. Erdbeeren habe ich auch jede Menge. Das muss ich also auch sagen. Die Erdbeeren sind dieses Jahr doch, die können sich sehen lassen. Hier fragt der Andreas gerade auch eine sinnvolle Frage. Gibt es bald weitere Abflugorte von Wizz Air in Richtung Balaton-Hewis, meinst du wahrscheinlich, lieber Andreas? Das ist im Moment ja die Frage. Im Moment wird das ja getestet von Dortmund aus. Warum von Dortmund? Dortmund ist für die Wizz Air ein Haupthub in Deutschland und solche Tests versucht man natürlich erst auf diesen Strecken, wo man weiß, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und ja, da hat man das erstmal ausprobiert. Das wird ja bis Ende September jetzt so laufen, dieser Linienflug. Und dann wird man ein Resümee machen. Dann wird man sagen, okay, hat sich das gelohnt oder nicht? Und das ist ja auch die Frage, wird der nächstes Jahr wiederholt dann der Flug? Oder werden andere noch mit dazukommen? Ja, das ist natürlich die Frage. Und da kommen leider nur die kleinen Flughäfen in Frage, wo nur Wizz Air auch gut entsprechend starten kann, zu einem guten Konditionen. Also da fällt zum Beispiel Frankfurt, Köln, Düsseldorf oder Hamburg oder sowas raus. Ja? Leider, also weil die sind einfach zu teuer dann für so eine Strecke. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass noch im Süden irgendwas aufgetan werden könnte, also Nürnberg oder sowas oder in diese Richtung. Ja? Das muss man dann sagen. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ja? Und da wissen wir auch noch nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Flug extrem gut im Moment läuft eigentlich und deshalb wäre es schade, wenn die Wizz Air den nicht wiederholen würde beziehungsweise einstampfen würde. Bin mal gespannt, wie das dann so im September läuft, ja? Ob der Flug dann auch noch interessant ist. Aber das wäre natürlich dann auch eine gute Möglichkeit für viele. Also ich sage mal ganz ehrlich, für mich ist das wirklich klasse, auch wenn ich da so jetzt ein bisschen weiter hinfahre als Wien oder Budapest, der Flug. Ja? Aber ich parke da vor dem kleinen Terminal, ganz charmanter Flughafen, da parkst du kostenlos, ja, und fliegst dann mal eben nach Dortmund und zurück genauso. Also ich sag mal so, der Flug hat viele Vorteile, natürlich für die Region ist es enorm wichtig, deshalb reden wir ja auch so oft darüber, ja, und ich sehe schon, ich rede gerade wieder viel zu viel, weil wir haben schon gleich 10 nach 10 hier, haben wir schon 10 Minuten überzogen, aber war so schön heute. Guck mal, da habe ich auch noch das Bildchen hier, aber so viel Werbung jetzt für das Hotel gemacht hier, ne? So, ja, Balaton im Winter würde die Anja und den Michael auch interessieren zum Beispiel. Ja, das ist auch wunderschön, ja, also wenn der Balaton vereist ist, ja, diese Eisformationen dann teilweise, ja, und dann schön einkehren irgendwo, ja, lecker, lecker, ja, also gibt es ja auch Möglichkeiten.
So, jetzt haben wir viel über Pflanzen gesprochen, haben wir viel über die Fliegerei gesprochen. Ja, hoffen wir mal, dass die Wizz Air da weitermacht, wo sie angesetzt hat und das ein bisschen ausbaut. Wir haben ja mit dem CEO der Wizz Air gesprochen vor ein paar Wochen und er hat ja gesagt, er möchte gerade auch diese Ziele ein bisschen forcieren, wo wir gerade zum Beispiel, ja, Balaton, See, Natur, ja, er möchte die Leute dahin bringen, wo man viel Platz hat, ja, nicht diese typischen Stadtgebiete, sondern auch solche Destinationen. Und da ist der Balaton oder Hevis natürlich dann, man soll ja mal sagen, Hevis Balaton, so heißt der Airport ja richtig, da natürlich prädestiniert für. Ne? Also, ja genau, der Flughafen heißt nicht Balaton Airport oder Sharm el-Sheikh Airport, der heißt offiziell jetzt, habe ich auch extra den CEO nochmal gefragt, von dem Airport, und er gesagt, der heißt jetzt Hevis Balaton Airport. So, in dieser Reihenfolge. Genau. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt alles erdenklich Gute fürs Wochenende. Habt eine schöne Zeit in Ungarn oder freut euch drauf, wenn ihr noch nicht da seid. Und egal wie ihr hinkommt, wünsche ich euch eine gute Anreise, sichere Anreise, fahrt vorsichtig. Wetter wird auch einigermaßen hier. Ja, viele warten noch auf den Regen, der kommt zwischendurch mal jetzt so ein bisschen hier, aber immer noch nicht so, wie er eigentlich gewünscht ist. Trotzdem freuen wir uns über ein tolles Wochenende und ich freue mich besonders, wenn ihr dann am Montag wieder da seid. Montag um 9.30 Uhr bei der virtuellen Kaffeetasse Ungarns und mit neuen, interessanten, schönen Themen und einfach mit ein bisschen Kaffeeklatsch hier am Morgen. Und in diesem Sinne, lasst uns den gemeinsamen letzten Schluck jetzt hier noch nehmen. Letzten Schluck für heute. Und sagen dann bis Montag. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.